Wenn man Maschinenbau studiert, steht einem die Welt offen. Und das war eigentlich so die Entscheidung, dass ich alles machen wollte und im Maschinenbau perfekt war, um tatsächlich alles in Zukunft noch machen zu können. Ich bin Eugen Koch, ich bin 35 Jahre alt, komme gebürtig aus Kasachstan, bin mit 8 Jahren hierher gekommen. Mein Elternhaus ist jetzt im Harz. Ich habe hier an der TU Braunschweig Maschinenbau studiert, anschließend promoviert, von daher kann ich ganz gut aus Erfahrung sprechen. Die TU Braunschweig bildet ein gutes Framework, ein sehr gutes Framework, um zu studieren. Alles andere hängt von einem selbst ab. Super organisiert, die Uni bemüht sich stets, was für die Studenten zu tun. Es gibt immer wieder neue Veranstaltungen, die TU Night zum Beispiel. Super interessant, wo alles ausgestellt wird. Also man macht nichts falsch, wenn man an die TU Braunschweig kommt. Ich arbeite an einer flexiblen Sensorik. Die Sensorik soll für Frühgeborene eingesetzt werden. Das ist ein kleines Patch, was auf den Übergang zwischen Bauch und Brust aufgeklebt wird, um die Verformung bei der Beatmung zu detektieren, um damit eine Beatmungsmaschine zu steuern. Die Ziele sind natürlich, den Frühgeborenen zu helfen, um ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Technologisch ist die Herausforderung, das anspruchsvolle Produkt in ein Low-Cost-Produkt umzuwandeln, um es als Einwegpflaster einsetzen zu können. Meine Hoffnungen für mögliche Entwicklungen sind, zusammen mit dem Institut für Mikrotechnik, mit dem Startup, was ich gegründet habe, hier an Standort Braunschweig die flexible Sensorik zu etablieren. Wenn ich über die Zukunft des Maschinenbaus nachdenke, dann fällt mir ziemlich viel ein, weil der Maschinenbau im Prinzip alles ist. Also der ist überall drin, also der typische Maschinenbau oder was die Leute im Kopf haben, sind große Maschinen, irgendwelche Anlagen, Pumpen, aber der Maschinenbau ist auch das ganz Kleine, das, was ich im Prinzip mache, Mikrotechnik, Foliensensorik. Wenn man in den Maschinenbau geht, da geht was.